Hier ist eure Home-Story-Traderin Astrid. Ja, und auch für mich ist es jetzt der Moment, ja, euch auf Wiedersehen zu sagen. Mir tut das ganz arg leid, weil mir einfach die Zeit der Trading Masters echt viel gebracht hat und ich hoffe auch euch, auch dir. Denn mir hat es überhaupt erstmal tatsächlich diesen Einstieg wieder ins Trading gebracht, was ich ja seit Jahren irgendwie immer wieder vermieden hatte, obwohl ich so die Basics kannte. Habe ich gedacht, naja, Trading, weiß ich nicht. Aber jetzt bin ich wieder drin. Und was ich ganz klar gelernt habe, ist, wie ich mit Optionen handle, also mit den Turbo-Optionsscheinen zum Beispiel. Und ich weiß vor allem, dass ich nicht mit so großen Beträgen arbeiten sollte, zumindest jetzt noch nicht. Dazu bin ich einfach noch nicht erfahren genug und das ist auch okay so. Ja. Was mich jetzt in der letzten Woche noch mal ein bisschen beschäftigt hatte, ist, dass mein Kater, der Ishmael, gestorben ist. Und das Schlimme daran ist, dass ich einfach ja mit dieser Trauerverarbeitung jetzt Schwierigkeiten hatte. Gut, jetzt war Ishmael nicht unbedingt mein Kater, sondern der von meinem Freund. Und ich hatte ja am Anfang vom Trading-Kätzchen erzählt, von der ich jetzt eigentlich gar nicht so viel in der Zwischenzeit erzählen konnte. Aber Snowflake ist immer noch da. So, die hole ich jetzt mal kurz ins Bild, beziehungsweise nehme das Handy hier mit. Denn die hat es sich hier bequem gemacht und liegt hier ganz gemütlich auf dem Bett. So, hinten steht noch die Wäsche. So, Kätzchen, guck mal, sag mal Tschüss. Und ja, die genießt es einfach, sich hier streicheln zu lassen. Und die ist einfach, ja, die ist fit drauf. Das ist gut so, denn noch ein Todesfall will ich nicht. Das waren in der letzten Zeit relativ viele. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Obwohl auch, denn worum es mir nämlich auch jetzt nochmal geht, und das ist mein Geschenk für euch, wir hatten ja in den Trading Masters immer wieder Themen, wie dass wir ja im Prinzip uns in ganzer Linie wohlfühlen sollen. Wir brauchen nicht nur die Technik beim Traden, wir brauchen auch diese Möglichkeit, einfach in uns ausgeglichen zu sein. So. Und da habe ich jetzt als Coach und Trainerin für euch nochmal verschiedene Sachen zusammengestellt. Jetzt mal einmal gucken, dass ich diese Kamera hier ruhig hinkriege. Moment, tut mir leid. Jetzt rutscht der natürlich weg. So, besser geht's nicht. Ich hoffe, das ist okay. Ich glaube schon. Okay, also, wichtig ist für uns, und das haben wir während der Training Masters auch immer wieder zu hören bekommen, dass wir so das Gesamtpaket, dass das Gesamtpaket stimmt, ne? Also, dass wir nicht nur die Trading-Techniken drauf haben, dass wir wissen, welche Strategie wir machen oder welches Money Management für uns wichtig ist, sondern eben auch, dass so wir innerlich ausgeglichen sind. Und dafür habe ich euch jetzt verschiedene Blogartikel geschrieben und auch so kleine Erinnerungs- und Übungsteile mit dazu gegeben. Also das könnt ihr runterladen. Also immer, ich habe immer ein Video erstellt, ich habe dann einen Blogartikel dazu geschrieben und neben dem Video ist die Möglichkeit, das entsprechende dann runterzuladen. Ja, beziehungsweise jetzt hier auf YouTube habe ich ja auch die Videos immer drin und dann ist unten drin nochmal der Link zu dem entsprechenden Artikel und dann eben auch darüber zum Downloaden. So, also das, ich habe was zum Thema gute Laune gemacht. Ich habe was zum Thema Selbstliebe gemacht. Einfach, ja, es ist oft so, dass wir uns selber an hintere Stelle stellen, auch wenn wir sagen, ja, wir sind an erster Stelle. Oder vielleicht sogar erste Stelle, das geht auch gar nicht. Doch, doch, das ist schon vollkommen in Ordnung. Denn nur wenn wir für uns selber gut dastehen, können wir auch für die anderen da sein. Ne? Haben wir alle auch schon mal gehört, das ist jetzt nichts Neues. Und ja, damit dieses Rundumpaket einfach passt. Also gute Laune, Selbstliebe. Dann was zum Thema, was tun bei schlechten Gefühlen. Also das Thema Winterdepression habe ich mit reingenommen. Klar, wir haben das Ganze jetzt im Winter gehabt, ne? Und es ist auch immer noch nicht so richtig schön frühlingshaft. Dann habe ich noch was zum Thema Ziele setzen drin und also gute Vorsätze nochmal umsetzen, auch wenn es jetzt schon viel später ist als der erste. Nee, das geht immer noch, ne? Auch jetzt zu Beginn, heute oder morgen, aber besser heute geht. Und besser heute als nie, richtig? Genau. So, und ich würde mir das jetzt euch jetzt mal einmal ganz schnell angucken, damit du und ihr so einen kleinen Überblick bekommt, wie ich das Ganze so aufgebaut habe. Also, ich habe jetzt hier einmal die Seite genommen, Enttäuschungen besiegen.
denn auch das ist natürlich beim Traden immer ein ganz aktuelles Thema. Also hier, Enttäuschungen sind nicht das Ende, wie du trotz Fehlschlägen und Misserfolgen erfolgreich wirst. Erstmal ein Video, das ich dazu erstellt habe bei YouTube. Dann die Möglichkeit, dir das nochmal so einen Leitfaden dazu nochmal runterzuladen hier. Und dann der Artikel. Ne? Da steht nochmal so einiges drin. Jetzt hier 9 Tipps für Erfolg statt Fehlschläge. Auch Vor- und Nachteile nochmal, die einfach eine geringe Frustrationstoleranz haben. Und Gründe dafür. Einfach so ein bisschen Hintergrundwissen. Ja, und dann schließlich eben die Tipps. Und die Möglichkeit, dir das Ganze nochmal runterzuladen, um auch grundsätzlich weiter daran zu arbeiten. Denn nur wer eben ja langfristig an einem gewissen Thema arbeitet, der kann das auch im Leben so richtig umsetzen. Und ja, nutzt dies, mach es. So, das, was dir gut tut. Ich habe hier noch wo habe ich das denn jetzt? Hier, also ich habe im Ganzen 9 Artikel. Also einer ist jetzt hier Enttäuschungen besiegen. Dann gibt es, noch ein bisschen größer machen. Vielleicht, ja, klappt. Hier, gute Laune langfristig. Gute Vorsätze umzusetzen, wie vorhin schon erwähnt. Dann Enttäuschungen besiegen, gerade angeguckt. Was zum Thema Widerstandsfähigkeit, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen stärken, auch Übungen zum Selbstvertrauen. Ja, und dann eben schnelle Gute-Laune-Strategien und schließlich was zum Thema Winterdepression. Und ja, das ist also jetzt mein Geschenk für euch. Nutzt es und ja, werdet erfolgreich. Das ist das, was ich euch wirklich von Herzen wünsche. Entwickelt eure eigene Strategie. Der Frank, der hat dazu in seinem Trading-Bereich ja auch was angeboten und das finde ich auch große Klasse. Eine super Idee. Ja, wie geht es bei mir mit dem Traden weiter? Also ich werde auf jeden Fall in meinem eigenen Depot mit kleinen Beträgen traden. Ich werde nochmal mehr aufs Risiko und Money Management aufpassen, eingehen, es mehr nutzen, es mehr ausarbeiten für mich selber. Und dann werde ich auf jeden Fall auch so ein bisschen uns Frauen weiter unterstützen. Denn das habe ich bei dem Frauen-Event im Februar gemerkt, dass wir einfach tatsächlich anders traden. Und ja, ich finde, wir sollten da einfach weiter vorwärts kommen. Ich bin eine Frau, ich kenne mich mit unseren Gefühlen aus, ich kenne mich mit den Schwierigkeiten aus, die wir beim Traden haben. Und ja, das Frauen-Event hat mir das nochmal eindeutig vor Augen geführt. Und genau deswegen werde ich für uns Frauen mehr machen. Und das werde ich zum einen auf meiner Seite finanziellekompetenz.de machen. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Und ich werde auch hier unterhalb des Videos nochmal den Link posten. Das ist eine Seite, die ist jetzt im Moment noch nicht so wirklich hübsch. Aber da sind schon ein paar Sachen drauf wenigstens. Und auch so meine Seminarangebote von vor ein paar Jahren. Ist einfach noch nicht abgedatet, die Seite jetzt aktuell. Aber das werde ich weiter ausarbeiten. Und ja, wenn du Lust hast, dann schau auf die Seite oder kannst auch gerne mir eine E-Mail schreiben. Hier als E-Mail-Adresse nimm am besten die tradingmasters@lebendigezukunft.eu. Dann ganz klar, mehr an meiner Persönlichkeit noch ein Stück weit zu arbeiten und auch immer wieder Menschen darin zu unterstützen, einfach mehr bei sich selber anzukommen. Wie gesagt, ganz wichtig auch fürs Trading. Also, von mir alles, alles Liebe, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ein ganz herzliches Dankeschön an die UBS, an Marcella und an Laura und auch für die Gelegenheit, hier Home Story Trader drin zu sein. Übrigens noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an den Coach Raimund Schriek. Wir hatten ja im Rahmen der Trading Masters auch das Trader Coaching gewonnen. Und ja, also ich muss sagen, mich hat es sehr, sehr nachhaltig beschäftigt. Bei mir war das Thema Kriegsvergangenheit meiner Eltern und Großeltern ein großes Thema, also auch bekannt unter dem Thema Kriegsenkel. Und das ist ein Thema, damit bin ich auch immer noch nicht durch. Ich werde auch dazu, glaube ich, nochmal verschiedene Videos machen, weil ich einfach merke, dass es mich noch sehr, sehr aufwühlt. Aber ich glaube, da liegt ein ganz enormer Schlüssel. So. Und deswegen, Raimund, an dich direkt angesprochen, herzlichen Dank. Ja, also so wird es weitergehen. Auch das wird auf meinem YouTube-Kanal immer wieder irgendwo Thema werden, ganz sicher.
Und wie gesagt, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, es gibt also die verschiedensten Möglichkeiten, am besten immer per E-Mail. Und dann können wir weitere Kontaktdaten austauschen. Als E-Mail-Adresse nimm am besten die tradingmasters@lebendigezukunft.eu. Und ich freue mich, wenn ihr durch die Blogartikel, durch die kleinen Einheiten ein bisschen besser in eurem Leben einfach auch aufgehoben seid und damit Erfolge beim Trading erzielen könnt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt, dass du ein echt erfolgreiches Trading-Leben hast. Vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Event mal. Wenn, sprich mich an. Ja, das wäre schon echt toll, ein bisschen mehr Kontakt noch mit euch zu haben. Ich danke euch ganz herzlich für die Fragen, die ihr gestellt habt. Ich danke ganz, ganz herzlich dafür, für die Abonnenten meines Blogs. Ich danke euch ganz herzlich fürs Lesen, auch die, die es nicht abonniert haben. Denn das habe ich ja im Laufe der Zeit auch mitbekommen, dass das so einige sind. Danke fürs Anschauen der Videos und ja, alles, alles Liebe. Und nutzt die Gelegenheiten, mehr an euch zu arbeiten. Schaut euch meine Artikel nochmal an. Alles hier unterhalb des Videos verlinkt. Okay, und ja, vielleicht sehen wir uns auf die eine oder andere Weise wieder. Ganz alles Liebe, ganz, ganz herzlichen Dank. Ciao, eure Home Story Traderin Astrid.